So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Endlich mal wieder. Ja, es waren eigentlich für Montag und Dienstag bereits Folgen draußen, beziehungsweise es war aufgenommen. Nur gab es ein kleines Problem. Fraps hat meine Stimme nicht aufgenommen. Also es war das Mikrofon angeschlossen. Fraps war richtig eingestellt, aber ja. Es wollte halt nicht meine Stimme aufnehmen. Gar nicht nachvollziehen. Bevor die alte da oben noch einen Turbusanfall kriegt, gehen wir mal dahin. Ich bin froh, dass ich ihr einen neuen Speicherstand gemacht habe und diesen hier noch erhalten habe. Weil sonst hätte ich neu anfangen müssen. So. Ich war auf dem Weg zum Mond und dann dieser Absturz. So, ich gucke jetzt uns einmal. Irgendwo. Ja. Oh. Das war richtig dramatisch hingelegt. Ach guck mal, da kann man durchgehen. Ach guck mal, das geht, aber da drauf springen nicht. Oder ich bin zu doof. Kann nicht auch sein. So, dann machen wir bisher weiter. Und werden mal sehen, wie uns das hier alles hinführt. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Aber ärgerlich, ich hätte so einen super Moment teilweise auf der Aufnahme, wenn ich mich richtig verjagt habe. Das wird natürlich jetzt nicht mehr passieren. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Was war das hier eigentlich gerade? Ah! Das ist natürlich interessant. Ich weiß nicht gar nicht, dass es geht. Ach, mein Mikrofon schwappt zwischendurch. Und so ist es eben. Abfackeln! Wenn etwas in Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Wir legen das natürlich an. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Hallo. Du stirbst hier auf der Stelle, Parasit. Wenn die alle auf einmal wenn du mit dir fertig bist, du baust nicht als Scheiße. Du infizierst hier alles. So. Ruhe jetzt. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Sehr schön. Und so haben wir die ganz einfach ausgeschaltet. So. Ich hoffe, es kommt ein bisschen voran wie das letzte Mal, wenn nicht sogar besser. Weil ich hätte nämlich null Orientierungssinn irgendwie in der Folge, in der Aufnahme gehabt. Jetzt müssen wir. Oh. Ganzkasten kann ich nicht gebrauchen. So. Ja. Warum ist da eine Säge rausgekommen?
ein bisschen gruselig gerade. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt gleich noch was. Ich bin damit meine Siege einfach los. Dann wollen wir hier runter. Da lang. Und ich warte darauf, angegriffen zu werden. Kommt ja gerne mal hier vor. Diesmal halt wieder als Buch, ist das okay? Okay, gucke ich, ob ich namentlich so ein paar Leute kenne. Ich bin noch nicht, weil ich bin, glaube ich, gerade erst mal im zweiten Akt von dem Buch. Weil ich immer nicht so zum Lesen komme. Werd ich beschossen? Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, was gerade ist. Stadt. Oh, Liebling, tu das. Tu das. König oder Gott. Das wird nicht funktionieren. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit dem Quatsch nur an dich selbst begonnen? Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreiben, sind die Schützen. Schöne Leiche versteckt. Okay. Habe ich einen Schreckmoment gehabt? Bitte bleib auf. Glaubst du? So. Dann haben wir die Schmiss. Geld. Das. Und der Maske. Sicher. Oh. Ja. Ein Fake, den wir wahrscheinlich nicht öffnen können. Jetzt haben wir es gelegt. Da werden wir nämlich uns gleich einen Auto-Hacker schnappen, den ich vorher schon gefunden habe. Und worüber hat sie getrauert? Nö. Bitte, dass die Aufnahme was wird. Ja, wahrscheinlich werdet ihr es nicht mitkriegen, wenn es nicht wird. Mal was ausprobieren. Macht mir anscheinend nicht. Finde ich super. Können wir nehmen. Liebe Erinnerung. Den hatten wir doch schon. 0451. Ich bin mal angewohnt, hier Stift und Zettel in mir zu haben, hier so einige Codes noch rumschwören. Null. Falsch. Die ich mir aufschreiben muss. Aber hier muss ich nämlich alles separat eingeben. So. Dann G-Munition ist immer super. Die Farben noch? Da freue ich mich schon. Ein Autohacker. So. Wieder mal komme ich frisch von der Arbeit. Ah, das sehen wir uns für später auf.
Ich habe jetzt die nächsten beiden Tage frei, das heißt, gerendert, aufgenommen, gerendert und aufgenommen, gerendert und aufgenommen. Aber nicht wundern, dass ich es hier gar nicht erst versucht habe. Ich habe es beim letzten Mal schon dreimal versucht, also bei der ersten Aufnahme, die ich von diesem Part hier gemacht habe. Und ja, Satz mit X-Teil, ne? War daneben. Wunderschön, auch was für ein Wasserbett die hier liegt, ne? Super. Da fühlt sich die auf jeden Fall geborgen. Ich glaube, bei der letzten Aufnahme war ich auf keinen Fall in diesem Raum. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oh. Noch leiser werden? Okay. Die Musik ist super. Ich habe ein bisschen Schiff dahinter. Ich bleibe bewusst am Rand. Okay. Was haben wir denn hier? Security Expert ist die neueste Ergänzung der HackSmart Produktpalette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. War wunderbar vorgelesen. Ja, können wir nehmen. Fahren wir mal hier rein. Alter, ich bin so ein Schisser manchmal. Ich habe auch schon überlegt, also wenn Bioshock 1 durch ist, ob ich dann nicht mal ein Grusel-Let's Play bzw. einen Test machen sollte. Das könnte für euch sehr amüsant werden. Für mich weniger, aber das ist ja wohl. Seht ihr in dem Moment eure Unterhaltung. Ich weiß, dass da gleich einer kommt. Das hab ich gerade verjagt. Bevor ich wusste, dass einer kommt. Ich hasse diesen Abschnitt von dem Spiel, weil ich genau weiß, es kommen noch ein paar solche Momente. Wir sagen alles für ein Entschuldigung. Immer das Gleiche mit euch Parasiten. Ihr hofft auf Unterstützung. Ich höre schon Stimmen. Ich bin mit den Nerven am Ende. Florida, mach mir einen Dorf. Was ist das brutalste und obszönste da? Das Feuer! Das ist Feuer! Das Feuer ist... Die Sklaverei? Was an Bioshock ist geil, ist ja, dass sie auch auf verschiedene Sachen reagieren. Nein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer, wenn die von einer Maschine mit dem all diese Bosheit erschaffen. Ryan, ich würde gerne ein bisschen selber der Altruismus reden. So, wenn sie mit Feuer angegriffen werden, reagieren sie auf das Feuer. Und wenn du halt eine Maschine gehackt hast, dann reagieren sie auf die Maschine. Und das ist irgendwie voll cool und so. Also sagen sie auch was so, blöde Maschine. Oder Feuer, Feuer, so wie eben gerade. Das finde ich total cool gemacht. So ein nettes Detail. Warum machst du einen Scheiß nicht mit mir? Das ist nichts für mich. Ein Autohacker, super. Kartoffelschips. Gott, mit dem wir nichts machen können. Nicht drin hier.
ich benutze gerne jetzt dieses Abfackeln, weil irgendwie fühle ich mich damit sicherer. Und ihr seht, es lohnt sich nicht zu viel. Und wir wollen da hinten, ne? Da brauchen wir kein Auto hinter, wo ich da oben bin. Oder ich gehe mal wieder zu langsam, was wahrscheinlicher ist. So, dann brauche ich eins hier oben, dann haben wir das schon mal. Und nur noch eins, was da hier reingeht. Zack, weg. Okay. Tada! Kommt was raus? Manchmal kommt da was raus. Wir haben super viel. Viel Geld. Willkommen im Zirkus der Werte! Macht mich jetzt alles nicht so? Aber ich glaube, irgendwie ist ganz gut. Was habe ich jetzt noch? Pistolenkugeln. Können wir auch nochmal nehmen. Können wir auch nochmal nehmen. Geld. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt vollzulaufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Also unter uns, so in dem Buch. Bis jetzt. Abrufe! Oh! Ah! Ups, ich hab mir ein bisschen den Schrott. Bis jetzt ist, in, was das Buch angeht, der Mac, also der Bill Mac, wie immer das, McDonough, ich lese das immer Donut. Ist für mich einer der sympathischsten Charaktere. Also bis jetzt. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, ich weiß, dass gleich was Böses kommt. Ich weiß es. Nur Angst. War das hier? Das war hier. Das war doch hier. Ich habe immer eine Schrotflinte jetzt. Sag ich doch. Hier. Sag ich doch. Kommen wir hier nicht alle. Lass mich in Ruhe. Du bist unflätig! Bitte bleib. Da kommt er noch mehr. Ich hasse sowas. Oh Gott. Ja, ganz ehrlich, ich kann sowas überhaupt gar nicht haben. So eine Pussy. Ist mal ehrlich, ich bin wirklich eine. Ich brauche das, hörst du? Ich brauche auch so vieles und dann gönnt sie mir nicht. Oh. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Die Tellenbaum, die werden wir auch noch finden.
tierisch Infinite zu zocken. Also ich werde natürlich versuchen, alle Bioshock-Spiele zu spielen. Also jetzt hier Infinite, den ersten und den zweiten Teil hiervon. Ja, und das Infinite freue ich mich schon richtig. Ich habe das jetzt Play gesehen damals mit Gronkh. Mal wieder. Zugegeben, ich bin so ein kleiner Gronkh-Fan. Und das Spiel ist so Hammer. Also, auch die Story technisch echt super gemacht. Nice. Na, mal machen. Wenn ich die Sammel mehr hätte, bin ich mal ruhig. Ach, guck mal, ich bin nicht fest hier. Da hin. Und da. Also Infinite, echt die Glanzleistung, Leute. Super gemacht. Echt? Aber es ist extrem schade, dass hier das Entwicklerteam um Bioshock sich da aufgelöst hat. Nee, die wurden, glaube ich, ein Großteil gekündigt. Es wird wahrscheinlich keine neuen Bioshock-Spiele mehr geben. Was ich persönlich extrem schade finde, weil Bioshock ist immer noch eines der allerbesten Spiele. Also jetzt Spielereihe allgemein. Der zweite Teil, es geht so, aber Infinite ist wieder super. Haben Sie große Objekte allein mit Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen... Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie aus ihrer, auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Ja, guten Morgen, Frau Wochenfuß. Das ist hier super. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Das ist schon Rede. Boah, das macht mich im Buch so wahnsinnig. Kann ich einen nur kaputt machen? Ich muss irgendwie mehr von der Bar. Alles kann ich hier kaputt machen, oder? Ich schlacke jetzt hier die Wand kaputt. Das will Ryan freuen. Also so unter uns, so in dem Buch finde ich Ryan gar nicht mehr so unsympathisch, so von seinem Verhalten her. Ja, klar, er hat eine komische Ansichtssache, aber wenn du nur das Buch liest, kannst du ihn irgendwie besser verstehen, wie ich finde. Wir haben ja auch ziemlich schleierhaft, das ist von Kevin. So, das ist eine Länge. Wir wollen weiter. Im Grunde müsste ich ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Nicht so weit kommen wie erdacht, aber das ist nicht so schlimm. Okay, dann machen wir ein kurzes Aufnahmepäuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Let's Play Bioshock. Auf Wiedersehen!